Kondensator. Gewicht 1 Stein, naja. Wenn es so wenig Gewicht hat, dann nehmen wir es mal mit. Giftfalle, ja, die Schriftrollen, die wir da gefunden haben, die machen sich jetzt echt bezahlt. Haben wir die schon angeschaut? Steinschlosspistole, nehmen wir mal den kleinen Kram damit. Oh, Level up. Oh, Vergiftung aufhalten, große Heilung, Zufluchtsstätte. Und Schutz vor Untoten ist Zufluchtsstätte und Wiedererwecken. Von 0. Wiedererwecken, damit kann man Leute wiederbeleben. Das wäre eigentlich auch praktisch für unsere Begleiter. Brauchen wir 18 Willenskraft, Willpower. Dann machen wir erstmal Willpower voll auf 18. So. Okay, da ist nichts mehr. Moment mal, in ein Logbuch gucken. Schwarzbergler nach Hinweisen suchen. Das sind Blutspuren auf dem Boden. Da. Toll. Der Fallenschiffzauber ist abgelaufen. Also der Fallenzauber, ja, ihr wisst schon, die Fallenentdeckungszauber. Jetzt haben wir nochmal gecastet. Die letzte Rolle. Auf dem Rückweg werden wir dann wahrscheinlich in alle Fallen sappen. Toll, jetzt sappen wir trotzdem rein. So, umgehen, umgehen, danke. So, jetzt könnten wir aber langsam mal wieder echt wohin kommen. Der Gang zieht sich ja wirklich endlos ins Ewige. Wie lange geht denn das noch? Oh, eine Truhe. Ein Goldstück. Naja, das hat man einfach durch die Fall der Wäsche halt uns schon wieder. Oh, Zwergendorfbewohner. Ah, da speichern wir lieber mal. Man weiß ja nie. Ja, also mit den Fallen haben sie echt ein wenig übertrieben. So, was sagt unser Freund? Warum seid ihr hier? Seid ihr gekommen? Ich werde nicht gehen. Ich spucke auf das Urteil des Red Clans. Marionetten der Elfen, das ist es doch. Genau das. Ich schäme mich für mich selbst und meinesgleichen wahrhaftig. Ich verstehe nicht ganz, ich bin nur hier, weil ich den Schwarzclan suche. Verrat war das, selbst der Clan des Rades, allesamt Verräter, in der Verzweiflung geschickt, ohne Hoffnung auf Wiederkehr. Stanner und der Junge waren es, Stanner und Bates, wir alle bezahlen dafür. Die Bürde der Schande mussten wir alle tragen. Wer bezahlte, wo ist euer Clan? So sprecht doch. Fort, fort ins Verzweiflung, eine Insel des Todes und des Hasses, der unheilige Hort des Urteils. Ich verstehe nicht, was ihr mir sagen wollt.
So, ich muss mal ganz kurz Aufnahmepause machen. Ich muss mal aufs Tö. Dann geht's gleich weiter. So, wieder da. Lüftpunkte, Spüle oder so. Ich habe mir gleich noch unterwegs eine Nussecke mitgenommen. Okay. Na, das sieht man, kriegt man sich heute Wahrheit an und ihr hättet eure Antwort erhalten. So lange schon habe ich mich mit, im Geiste nur mit meinem Fall befasst und mit ihnen, die darauf dauern, dass ich stolpere und Schwäche zeige. Sie sind hier, ihr versteht ja, sie warten. Sprungen in den Schatten. Die Säule der Wahrheit. Der Tag des Urteils war der Tag, an dem ich die Säule zu behauen begann. Alles, was es zu wissen gibt, findet ihr dort. Mein Geist kennt nicht länger die Wahrheit. Warum verlasst ihr diesen Ort nicht? Meine Fallen bieten mir Sicherheit. Unser Zuhause muss bis ans Ende aller Tage beschützt werden. Viel Böses ist im Gange. Mhm. Okay, dann mal tschö. Da liegen wir nochmal Speicher. Okay, ah, jetzt lesen wir anscheinend die Säule. Auf das, was ich hier niederlege, bin ich nicht stolz, aber ich muss gesagt werden. Ich, Gudmund Erzbieger, habe mich mit dem Urteil des White Clans entzogen. Die Verbannung des Schwarzbergclans, auch die Insel der Verzweiflung aufgrund von Verbrechen an der Zwergenheit namentlich. Der Weitergabe der Technologie an die Menschen wiegt schwerer als das, was dadurch gesühnt werden soll. Ich vertraue dem Stein mein Urteil über Lockherr und seinen Clan an, die von ihrem Wahnsinn verblendet sind, dass sie den Elfen erlaubten, ihnen die Hand zu führen. Der Tag, an dem die Elfen kamen, angeführt von den kriegerischen Verrätern des White Clans, war der Tag, an dem mein Schicksal in Stein gemeißelt wurde. Gudmund Erzbieger wird sich niemals durch die Hand eines Elfs verbrennen lassen. Verbannen. Naja, verbrennen, verbannen ist ja fast dasselbe. Ungeachtet dessen, welches Fehlurteil über mich auch immer verkündet werden mag. Die Stimme der Vernunft, die gewöhnlich so klar von der Zwergenheit vernommen wird, wurde nicht beachtet. Als ich danach rief, den Menschen aus der Heimat unserer Vorfelder zu verjagen. Das Bateskind verachtete das Geburtsrecht der Zwerge an der Welt. Da er Stannis Schützling war, musste er auch die Strafe tragen. Der Tag soll allen Erzbegern auf die Zeit im Gedächtnis bleiben. Wenn der stolzeste aller Clans wie ein Haufen Schafe in einen von niederen Elfen erzeugten Bannkreis treten muss, während Krieger dastehen und nichts unternehmen, muss ein Erzbeger allen widerstehen, was ihm seinen zwergischen Knochen gebieten. Er muss derjenige sein, der bleibt und ihn... um ihn aufzuzeichnen, den schwärzesten aller Tage. Ich flehe darum, dass meine Brüder dem ungerechten Urteil der Clans aller Clans entgegentreten. Ich flehe sie immer noch an. Okay. Was machst du da schon? Nachbuch. Erwähnt Suche auf der Insel der Verzweiflung nach dem Schwarzberg-Clan. Ich würde denken. Müssen wir mal mit dem noch irgendwas reden? Ich hoffe mal, dass wir die Quest jetzt abgeschlossen haben. Jetzt müssen wir umsonst zurückeiern. Tja, ich hoffe mal, dass wir es jetzt haben. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, ah ja. Und wir nehmen natürlich alle Fallen mit, das ist natürlich klar.
Oh, da haben wir noch eine Falle übersehen, da müssen wir eigentlich auch noch durchrennen, so dass es auch alles korrekt abläuft. Es kann jetzt sein, dass wir einfach nicht durch eine Falle laufen. Ah ja, der Virgil, der nimmt auch ein paar Fallen mit, von daher... Passt das schon? Da können wir eigentlich mal einen Heilzauber auf uns machen. Die Truhe ist immer noch verschlossen. Hätte ja sein können, dass er auf mysteriöse Weise geöffnet worden ist. Dann gucken, wo geht's denn dahin? Oh, da kämpft jemand. Oh, mit dem kann man nicht reden. Ah, Fallen aufspüren. Steht was Neues? Da steht überhaupt nichts. Oh, ich bin vergiftet. Was wünscht ihr von mir? Nix. Ich will die Leiche loben. Oh, da ist ein Schwert. Oh, unsere Rüstung ist kaputt. So. Hat er doch noch ein Schwert? Ja. Das kann man. Was wünscht ihr von mir? Den Virtual Gap. Checkpot. Halbalsam, halbalsam. Checkpot. Habe ich noch eine Anti-Gift-Potion, ne? Ich mal. Hack weg da.
Die Mundermacher. Brauchen wir mal noch. Die geben Mana. So, jetzt aber langsam mal gut mit dem Gift hier. Da geht's auch noch weiter. Dann mache ich die erstmal weg. Er hätte wieder sein Schwert fallen lassen. Er hebt ein Schwert auf. Breitschwert. Hat sein magisches Schwert auch verschludert, so wie der Virgil. Ey, was sind das für Assis? Und verschludern die ganze Zeit ihre Ausrüstung. Wieso komme ich jetzt nicht aus dem Kampf raus? Wieso geht die scheiß Tür nicht auf? Lass mich doch mal rein hier. Oh, der Zauber hat aber eine gute Reichweite. Ach, das ist, glaube ich, da. Ich bin schwer verwundet. Sir, bitte, helft mir. Oh Gott, jetzt müssen wir auch noch den Virgil hochheilen. Aber wieder ein Level up. Willpower, Willpower, Willpower. So. Ah ja, genau, das ist da. Genau, dann kommen wir jetzt wieder zum Ausgang zurück. Ne, da müssen wir...
da lang, oder? Genau. Einfach den Leichen zurückfoltern, kommen wir schon irgendwie zurück. Hoffe ich mal. Ah, ich habe mir jetzt übrigens ein 3D-Puzzle bestellt bei Amazon.de. Da gibt es nämlich auch eine IKEA-Sparte. Da habe ich mir ja jetzt also ein 3D-Puzzle bestellt, so ein zwei IKEA-Regale. IKEA. Also, da werde ich, denke ich, mal meinen Spaß haben. Vor allem, wenn ich dann wieder die fehlenden Schrauben organisieren muss. Die fehlende Schienen oder Muttern, Dübel, was halt immer so fehlt. Das ist halt ein richtiges Erlebnis, IKEA-Regal zu basteln. Naja, aber wenigstens sind sie günstig. Und da habe ich mir noch zwei IKEA-Wohnzimmertische bestellt. Einen schwarz, einen weiß. Die kann man schon nebeneinander stellen. Schwarz-weiß, sehr schön. Sind quadratisch. Und wenn die Tische was taugen, dann bestelle ich mir nochmal zwei, dann kann ich die so vier im Quadrat zusammenstellen, so als Schachbrettmuster. Sieht sicher schick aus. Schicko die Lucky oder so, keine Ahnung. Ah, das ist mir jetzt ja schon wieder am Ausgang. So. Moment, bevor wir nach Taran gehen. Ich hab doch unidentifizierte Gegenstände. Unidentifizierter Hammer. Unidentifizierte Rüstung. Dann gehen wir erst nach Nebelbergen und lassen das da identifizieren. Das ist wieder ein... Genau. Moment, jetzt kann ich aber... Obwohl, das machen wir auf dem Rückweg. Kann ich mal schauen, ob ich da bei Torxalter so einen roten Rubin einsetzen kann. Ob das was bewirkt. So. Wir können aber eigentlich auch erstmal zu den anderen Händlern wieder mal schauen. Wo sind die? Genau da. Vor allem, dass wir unser Zeug ein wenig verkaufen. Genau. Oh, für die Dinger bekommen wir 563 Goldmünzen. Vielleicht bekommt ihr 323 von jemandem, wenn ihr Glück habt. Seid ihr mit 0 zufrieden? Ich glaube, der hat einen an der Waffe. Ich gebe euch 0, der spinnt doch. Ich glaube, der ist pleite.